Ein Hauptargument immer gegen die alternativen Medien, ja, die würden ja völlig unzulässige Quellen sozusagen verwenden. Ja? Und sie wären ja die Qualitätsmedien und bei ihnen wäre ja alles ganz toll. Ne? Wenn man sich diese Quellen mal etwas genauer anschaut, das ist schon sehr interessant. Da gibt es vor allen Dingen Bellingcat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Namen kennt. Die sind jetzt zweimal ganz groß eigentlich schon herausgetreten, nämlich einmal beim Syrienkrieg, weil sie immer genau erzählt haben, was die bösen Russen und was der böse Assad alles gemacht hat, mit welchen Waffen. Und die haben ja auch behauptet, dass Assad Chemiewaffen eingesetzt hätte beim ersten Mal, was fast dazu geführt hätte, dass die USA hätte im Endeffekt angreifen müssen, weil Obama hat ja so eine rote Linie gezogen. Allerdings hat dann sein eigener Geheimdienst gesagt, was die da erzählen, das stimmt so nicht. Und dann hat Putin ihm ja eine Brücke gebaut, dass er sein Gesicht wahren könnte, indem er gesagt hat, Assad vernichtet alle Chemiewaffen, deswegen ist das damals vernichtet worden. Aber diese Organisation wird immer als Kronzeuge gerne hergenommen. Und wenn man aber mal genau schaut, also lange Zeit war das eine sogenannte One-Man-Show. Das ist ein Herr namens Elliot Higgins, der sich auch Brown Moses nennt und der am Anfang nach eigener Aussage, der spricht weder Arabisch noch war der in Syrien noch ist er Waffenexperte. Der hatte Xbox-Know-how nach seiner eigenen Aussage, also Spielkonsolen-Know-how. Ne? Trotzdem ist er aber zu dem Experten unserer Massenmedien avanciert, der genau wusste, wie gesagt, welche Waffen in Syrien eingesetzt wurden, der fast einen Krieg angezettelt hätte mit seiner angeblichen Chemiewaffenbeweis, der dann später von einem Professor und einem UN-Spezialisten auch komplett auseinandergenommen wurde. Dieser angebliche Nachweis, dass Assad Chemiewaffen eingesetzt hätte. Spätestens dann hätte kein Massenmedium jemals mehr diese Organisation verwenden dürfen als Quelle. Aber es ist natürlich wieder passiert. Beim Abschuss von MH17 war Bellingcat der dann behauptet hat, sie wüssten, dass es die Russen waren, sie hätten Satellitenbilder ausgewertet. Und dann sieht man schon, die Qualität der Quelle ist völlig egal, wenn nur der richtige Richtung genannt wird. Am Schluss hat dann sogar der NATO-Generalsekretär Bellingcat gelobt, was nicht verwundert, weil, wie gesagt, er hat ja immer nur die eine Richtung berichtet. Was anderes, was wir in Syrien gehört haben, ist die berühmte syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Klingt ganz toll, hat eine schöne Webseite, bringt auch immer Berichte. Jetzt ist es ja dadurch, dass einfach die Sache gegessen ist. Aber am Anfang immer, wie böse Assad und wie böse Putin ist und die Amerikaner immer gut sind. Ja, was ist das für eine Quelle? Na gut, das ist ein Schneider aus Coventry, mehr ist das nicht. Ja, der in seinem Hinterzimmer einen Computer hat und da seine Berichte geschrieben hat. Aber sie waren halt sozusagen mit dem richtigen Spin versehen und deswegen hat man sozusagen ihn gerne genommen als Quelle, um zu zeigen, wie böse doch der Assad ist und wie böse der Putin ist. Das sind Quellen, die also früher so wirklich Peter Schollatour oder Hans-Joachim Friedrichs oder so wirklich noch Vollblutjournalisten, die hätten normalerweise die Leute ausgelacht, wenn man mit solchen Quellen angekommen wäre. Die hätten gesagt, geht wieder, was wollt ihr damit? Keinerlei Nachweis. Das ist heute völlig egal. Ne? Wenn der Spin stimmt, wenn die Richtung stimmt, wird das gerne genommen. Ne? Und es klingt ja auch erstmal gut. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Das klingt nach einer großen Organisation. Gut, wir gehen jetzt mal ein Stück weg von dem aktuellen Bereich. Und bei einer Präsentation mache ich immer gerne viel mit Bildern. Und Bilder ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie die Massenmedien vorgehen. Weil die meisten Menschen sind visuell geprägt. Das heißt, was ich mit den eigenen Augen gesehen habe, glaube ich erstmal. Bilder und Filme, würde ich mal jetzt sagen. Film ist eigentlich noch wichtiger, weil das Unterbewusstsein nimmt das erstmal als Wahrheit wahr. Das hat auch der besagte Goebbels schon sehr gut gewusst, deswegen hat er extrem stark auf die Wochenschau gesetzt. Weil bewegte Bilder prägen sich ganz anders ein als nur Worte oder wenn ich was lese. Das ist psychologisch nachgewiesen und das wird auch weitläufig genutzt. Das Problem an Bildern ist nur, das wurde schon immer gemacht, aber heute ist es sehr einfach, Bilder und Filme komplett zu fälschen, ohne dass ich es wirklich merke. Wobei da nicht unbedingt immer die ganz großen Computerfälschungen hinten dran sind. Man kann das auch viel einfacher machen. Es gibt ein sehr klassisches Beispiel, das ich Ihnen jetzt mal zeigen will. Das eine ist, hier sehen wir ein
Soldaten, der ganz offensichtlich von bösen anderen Soldaten mit der Waffe bedroht ist, er ist gefangen genommen worden, wird mit der Waffe bedroht, ist ein armer Kerl. Ja? Na? Das andere Bild, was wir hier haben, ist auch wieder ein Soldat, der aber sozusagen geholfen bekommt. Das heißt, die gegnerischen Soldaten, die sind also nicht böse, sondern die helfen dem sogar. Ja? Letztendlich ist das aber ein und dasselbe Bild. Es ist einfach eine Frage des Ausschnittes, welchen ich wähle, und dann habe ich eine völlig andere Bedeutung. So wird sehr viel manipuliert heute. Ja? Ein schönes, also eigentlich ein sehr trauriges Bild, aber wir werden gleich sehen, weil das sind die Bilder, die wir ja gerne zu sehen bekommen momentan. Flüchtlinge schwimmen im Meer umher und sind kurz vorm Ertrinken und müssen gerettet werden. Nun, bei diesem speziellen Bild hat einer nicht aufgepasst. Das sehen wir hier noch nicht, aber wenn wir mal den Ausschnitt etwas vergrößern, dann sehen wir hier, dass das Meer wohl nicht so ganz tief war. Ja? Das soll natürlich nicht heißen, dass nicht tatsächlich Leute ertrinken, das ist klar. Aber es ist auch mal schwierig, da Kameras hinzubringen. Es gibt auch mittlerweile im Internet eine ganze Reihe von tollen Filmen, wie man sieht, wie dann Bürgerkriegsszenen schön nachgestellt werden, weil die Reporter auch keine Lust haben, erschossen zu werden. Das heißt, man geht an einen friedlichen Bereich, kauft sich ein paar Leute ein und die machen dann ordentlich Bürgerkrieg und das wird gefilmt. Da hat man dann so eine Traube von Kameras drumherum, die man natürlich dann auf dem späteren Film nicht sieht, und das sind dann unter Lebensgefahr letztendlich gemachte Bilder. Ja, das sind einfach diese Ausschnittsgeschichten. Auch eine wirklich lustige Sache ist auch wieder, also die ARD hat bei mir ein bisschen Pech, das ZDF ist keines Deut besser. Da gab es in der Ukraine, als das noch anfing, in der Ostukraine angeblich Zehntausende, die in einem Stadion für Kiew protestiert haben, also dass sie unbedingt bei Kiew bleiben wollen. Und das war das Narrativ. Also ein Großteil der Ostukrainer, die wollen auch nicht zu den Russen. Nein, die werden da überfahren. So, und das war ihre Aussage und das Bild hat man gezeigt. Nun war aber auch wieder das Pech, dass man im YouTube nicht nur Bilder, sondern auch ganze Videos sah von diesem Stadion. Und so war es wirklich. Das Stadion war leer. Ja, man hatte diesen Ausschnitt gewählt und einfach behauptet, es wären Zehntausende gewesen. Platte Lüge. Deswegen, das Wort Lügenpresse wird manchmal nicht so gern verwendet. Es ist auch nicht immer richtig. Meistens lässt man Sachen weg. Aber in so einem Fall ist es eine platte Lüge, eine vorsätzliche Lüge. Und man versucht das dann aber mit einem Bild natürlich zu untermauern, weil das Bild ist immer viel glaubhafter für den Menschen. Wir haben noch eine Sache, die erstmal ganz schrecklich ist. Der IS köpfte den armen James Foley. Ja? Wenn Sie alle mitbekommen haben, ging durch alle Medien, dieses Video hat man zigmal gesehen, natürlich nicht die eigentliche Köpfungsszene, sondern nur, wie er angefangen wurde, da zu rubbeln. Und was schon mal unmittelbar verdächtig war, dass Obama zwei Tage später oder einen Tag später gleich gesagt hat, ja, er ist ganz sicher, dieses Video ist authentisch. Ja, man gibt, wenn man im Internet schaut, dann gibt es aber nicht nur ein Bild, es gibt wirklich einen ganzen Film, der aus dieser Perspektive aufgenommen wurde. Und dann sieht man, dass genau das, was man offiziell gezeigt bekommen hat, da genauso abläuft. Das heißt, das Ganze ist mit hoher Wahrscheinlichkeit im Studio gedreht worden. Der ist natürlich auch nie geköpft worden, ja, das ist klar. Natürlich könnte das auch wieder gefälscht sein, aber es ist viel aufwendiger, das zu fälschen, als das Originalvideo so. Und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass dieses James Foley-Video gefälscht wurde, dass dieser Mann wahrscheinlich quicklebendig ist, insofern es ihn überhaupt gegeben hat. Foley ist schon mal ein interessanter Name, das sind die Geräuschemacher normalerweise in Hollywood-Filmen. Ne? Aber es gibt noch einen anderen Hinweis, dass diese ganze Foley-Geschichte irgendwie sehr merkwürdig ist. Also ich, gut, wir sind keine Amerikaner, ich hatte von dem angeblich so bekannten Journalisten Foley noch gar nichts gehört. Ja? Aber es gab ja auch in dem Vorhinein, gab's, als er noch gelebt hat, gab es ja Interviews mit ihm. Und hier sehen wir angeblich seine Schwester Katie Foley, James Foley Sister. Ja? Also er hat eine Schwester und die hat dann wahrscheinlich später auch ganz furchtbar geweint, als er gestorben ist. Ja, interessant ist aber, wenn man ein Video sich anschaut, was ein paar Monate vorher gelaufen ist, da sieht man dieselbe Frau nämlich nochmal, da ist aber Alex Israel. Und da ist eine frühere Klassenkameradin von Adam Lenzhaar, der dieses Highschool-Shooting gemacht hat bei der, wie heißt sie,
Sandy Hook Grundschule. Ja? Und die hat ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, charakteristisches Gesicht. Da ist eigentlich schon ziemlich unwahrscheinlich, dass das zwei unterschiedliche Personen sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Folie wahrscheinlich eine komplette Mediengeschichte ist. Die zweite Kategorie im Thema Inside Job ist der virtuelle Ablenkterrorismus, bei dem das vorbereitete Storyboard ebenfalls rein virtuell und nicht real ist, allerdings keine Notlüge, sondern das eigentliche Motiv zur Tat. Das Ziel besteht darin, massenpsychologische Wirkung zu generieren, fast durchgehend, um von anderen politischen Ereignissen abzulenken. Der Beispielsfall Landru, den müsste man selber nachschlagen, stammt aus den 20er Jahren. Frankreich hatte innenpolitische Probleme und dann tauchte ein Kriminalfall auf, der sämtliche Gazetten durchzogen hat und die Menschen waren entsprechend abgelenkt und es gab ein Todesurteil gegen denjenigen, den man verhaftete und der auch ganz pittoreske Angaben gemacht hat während seines Prozesses, die alle für Schlagzeilen getaugt haben. Die Leute waren gebannt. Der Mann wurde dann halt zum Tode verurteilt, angeblich auf der Guillotine hingerichtet und wurde anschließend von einem Schweizer Darsteller bei einem Auslandsbesuch in Argentinien gesehen, in personam. Und dieser Darsteller, ein Schauspieler, hat dann am Tisch zufälligerweise den Polizeipräsidenten von Buenos Aires sitzen gehabt und hat gesagt, ich habe da hinten gerade jemanden sitzen sehen, der sah genauso aus wie der Mann, der vor 2 Jahren angeblich auf dem Schafott hingerichtet worden ist. Und der Polizeichef bestätigte dann, dass das nichts anderes als leere Luft damals gewesen war in der französischen Presse und dass der Mann für diesen Zweck halt eben gebraucht worden ist und dann anschließend von der französischen Sécurité nach Südamerika verschifft worden ist, wo er jetzt sich aufhielt. In den USA passiert da noch deutlich mehr als bei uns. Und wenn man das dann sich nochmal etwas genauer anschaut, dann stellt man fest, es gibt mehr so Leute wie diese Frau. Und dann gibt es zum Beispiel wirklich Pechvögel. Wirklich Pechvögel. Diese Frau ist bei nicht weniger als 3 terroristischen oder Shootings-Anschlägen in den USA dabei gewesen. Ja? Die ist nämlich hier beim Boston-Marathon dabei gewesen, da bei dieser Sandy Hook-Grundschule und da beim Aurora-Kino-Shooting. Ne? Also es gibt schon wirklich Pechvögel. Ne? Tatsache ist, dass sich beim Boston-Marathon der Bürgermeister in einem Interview auch verplappert hat. Er hat nämlich nicht von Opfern, sondern von Actors, also von Schauspielern gesprochen. Ja? Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Ich will das nicht unbedingt beschwören, also muss nicht sein. Aber in den USA hat man wohl tatsächlich komplette Ereignisse vollständig erfunden. Dieses Sandy Hook Grundschulshooting gehört wohl mit ziemlicher Sicherheit dazu, weil eine ganze Reihe von angeblich erschossenen Kindern quicklebendig wieder aufgetaucht sind. Diese Schule war zu, das weiß man mittlerweile auch. Boston Marathon ganz ähnlich. Das sind reine Medienereignisse. Und der Witz ist, wo wollen wir das denn unterscheiden? Ja, man müsste Leute kennen, die vor Ort waren, aber es wissen nur relativ wenige. Die meisten, die auch vor Ort gewohnt haben, haben nur die Polizeipräsenz gesehen. Und es ist sehr schwer, wirklich zu beweisen, dass das wirklich stattgefunden hat. Und für die meisten Menschen ist nur dann was wahr, wenn ich es im Fernsehen gesehen habe. Ne? Und ist interessant, wenn man dann mal ein bisschen schaut, es gibt wirklich Firmen, die verkaufen das. Ja? Es gibt die Firma CrisisCast. Können Sie sich anschauen, crisiscast.com, und die werben damit. Wir können bis zu 400 Darsteller anbieten, vollständig geschult und erprobt, zusammen mit professionellen Teams, die sich um Make-up, Prothetik, Pyrotechnik, Garderobe, Spezialeffekte, Tarnung und Luftaufnahmen kümmern. 400 Leute, das ist schon eine Hausnummer. Und wenn man sich die Bilder von deren Aktionen anschaut, die sehen schon extrem echt aus. Ja, natürlich machen sie das offiziell nur für Hollywood-Filme oder eben für Schulungen. Ja, aber wer will das unterscheiden? Im Endeffekt am Ende vom Fernsehgerät. Es gibt Firmen, die wirklich darauf spezialisiert sind. Das kann ich kaufen. Schauen Sie sich die Seite an. Das sieht extrem echt aus. Mit irgendwelchen Zeugen, die dann rumjammern. Genau wie wir das auch in echten Sachen, in echten vermeintlich echten, auch wirklich echten Vorfällen sehen können. Ja. Es gibt übrigens sehr viel zu kaufen, aus aktuellem Anlass. Wir haben jetzt die Vorfälle von Charlottesville gesehen in den USA, wo ja die
die rechten Demonstranten und die linken Demonstranten und dann gab es einen Toten. Das würde jetzt zu weit führen, da es stinkt viel extrem zum Himmel, aber interessant war, dass nachgewiesen wurde, dass gerade für die linken Demonstranten für $25 pro Stunde Leute gesucht wurden. Ja? Da gab es entsprechende Anzeigen und auch hier gibt es eine Firma und die hat auch eine Webseite, die heißt nämlich Crowds on Demand. Ja? Und da können Sie sich einfach eine Demo oder Randale kaufen. Die werben auch damit. Ja? Wir helfen zudem Individuen, Firmen und politischen Organisationen mit Protesten und Blockaden. Wir haben gegen Regierungen protestiert, gegen Firmen und alles, was dazwischen liegt. Ja? Also Sie können sich jederzeit eine Demo oder eine Randale kaufen. Auch da gibt es eine Firma. Ja? Es ist fast nichts mehr, was es nicht zu kaufen gibt. Es gibt Firmen, da können Sie Revolution kaufen, zumindest die Schulungen dafür. Das ist, früher nannten sich Otpor, das ist jetzt Canvas. Die machen Werbung, dass sie bei diversen Farbenrevolutionen dabei waren, dass sie die organisiert haben. Die machen auf ihrer Webseite Werbung damit. Ja? Schlimm ist dann sowas wie Academy, früher Blackwater, da können Sie auch ganze Kriege kaufen. Da können Sie halt wirklich Söldner kaufen, die irgendwo hingehen und Krieg machen. Ja? Das heißt, es ist heute wirklich alles zu kaufen und die Leute, die dahinter stehen, die haben auch beliebig viel Geld. Und das Lustige ist, man versteckt es gar nicht mehr. Man kann sich das wirklich anschauen. Und deswegen muss man extrem vorsichtig sein bei allem, was man im Fernsehen sieht. Das kann echt sein, das muss aber nicht echt sein. Ein schönes Beispiel für Kriegspropaganda, wo auch wieder extrem viel mit Bildern und mit Emotionen gearbeitet hat, sind diese Herrschaften hier. Die Syrah Civil Defense, besser genannt als die Weißhelme. Ja, die ja auf einmal auch in Syrien aufgetaucht sind und ständig irgendwelche Kinder gerettet haben. Ja, und wenn man sich genügend Bilder von ihnen angeschaut hat, dann sieht man auch, dass sie teilweise mehrmals ein und dasselbe Kind gerettet hatten. Ja, diese Organisation stach auch hervor, dass er natürlich immer die Russen und Assad sozusagen beschuldigt hat und die Amerikaner und die westlichen Verbündeten da und die moderaten Rebellen, wie das ja immer so schön hieß, ja, die machen natürlich eine gute Sache. Nun, die haben sogar einen Oscar gekriegt für ihren Dokumentarfilm. Ja. Es war dann ein norwegischer Reporter da und hat mal ein bisschen nachgefragt in Aleppo. Er hat keinen getroffen, der die überhaupt gesehen hatte. Er hat ein paar Leute getroffen, die welche kannten, die angeblich gesehen haben. Also besonders viel waren das sowieso nicht. Und es gab dann zuletzt einen Film von den Weißhelmen, wo sie angeblich die durch Giftgas schwer verletzten Kinder durch eine Spritze ins Herz gerettet haben. Da hat sich dann eine sehr renommierte schwedische Ärzteorganisation gemeldet und hat gesagt, dass ihr da für ein Video gedreht habt, das ist Fake. Was ihr da spritzt, das kann nicht sein. Und wie ihr es macht, dann tötet ihr das Kind eher. Was die ARD dazu bewogen hat, erstmal dem Chef dieser Ärztegruppierung einen Brief zu schreiben. Ja, das könnte doch gar nicht sein, dass er das gesagt hätte, ob man ihn vielleicht falsch zitiert hätte. Und er hat dann der ARD einen Brief zurückgeschrieben und hat ihn richtig die Leviten gelesen, nämlich gesagt, nee, Mann, ich wurde hier genau richtig zitiert und ich frage mich, warum Sie das nicht mal thematisieren. Na? Also selbst wenn angesehene Organisationen dann sagen, also das ist eine Fake-Organisation, was die macht, kann so nicht sein, dann wird in den Massenmedien versucht, das irgendwie totzuschweigen oder irgendwie anders zu drehen. Und da kann man natürlich hier mal sich sowas noch anschauen. Das fand ich auch ganz lustig, was unsere Frau Merkel bei jedem Terroranschlag macht. Ja? Der antiterroristische Schutzwall mit Textbausteinen, weil das ist schon wirklich bitter teilweise, wie im Endeffekt immer wieder dieselben Worthülsen kommen, wenn ein Terroranschlag passiert. Und ich weiß nicht, ob das Bild, es gibt ein Video, das das symbolisiert, ich habe es jetzt nicht dabei, wo der Martin Schulz sich sozusagen bedauernd über die Opfer von Barcelona aus spricht und hinten dran ist so eine SPD-Abgeordnete, die da winkt und sich freut. Jetzt muss man der Frau wirklich zugestehen, ich gehe wirklich davon aus, dass sie es nicht gewusst hat, was er da vorne sagt, aber einfach die Symbolhaftigkeit dieses Videos, die spricht Bände, weil im Endeffekt die Schulz und Merkels dieser Welt, die wissen ganz genau, dass sie daran schuld sind, was hier gerade passiert. Deswegen sind das wirklich nur Worthülsen. Und das Ganze wird natürlich erstmal nicht gut ausgehen, das heißt, das wird sich weiter steigern. Aber was wir jetzt gesehen haben, dieser Anstieg da hinten, den wir genau jetzt erlebt haben, das ist kein Zufall. Das wird uns genauso wieder eine Situation bringen. Ich hoffe, es bin mir sehr sicher, das möchte ich zur allgemeinen Beruhigung sagen, es wird keinen großen Krieg geben, also keinen Weltkrieg und schon gar keinen großen Atomkrieg. Da bin ich mir aus verschiedenen Gründen sehr sicher.
aber natürlich sozusagen eine Art Diktatur wird kommen und es wird dann auch eine Revolution kommen. Da bin ich mir auch sicher, diese Diktatur wird nicht lange halten. Aber das passt genau zu dem, was hier im Endeffekt zu sehen ist. So, und damit bin ich erstmal durch und würde noch auf Fragen dann warten.